Hallo ihr fantastischen Menschen, es ist Woche 2 der Retro-Olympiade und heute haben wir den tollen Wunsch vom wunderbaren Remolator dran an dieser Stelle. Viele Grüße an dich und der hat sich Striker auf dem Super Nintendo gewünscht. Es ist so, ich kann keine Fußballspiele großartig. Ich bin kein Sportspiele-Fan, ich bin auch kein großer Fußball-Fan. Deswegen wird das jetzt hier wunderbar. Und zwar sollen wir hier im Supercup entsprechend so weit spielen, wie wir kommen. Und wer am weitesten kommt, der gewinnt. Und wenn wir Gleichstand haben mit den Runden, dann ist halt das beste Torverhältnis. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine großartigen Berührungspunkte zu irgendwelchen Fußballspielen. Das einzige Fußballspiel, was ich intensiver gespielt habe, war FIFA. Ich glaube, 97 war es auf dem PC damals. Und das fand ich halt so toll, weil es das erste Mal war, dass da so einen richtigen Kommentator gab und sowas. Also müssen wir mal gucken. Wir können uns eine Mannschaft auswählen, die wir gerne haben möchten. Ich nehme es einfach mal Deutschland. Wird nicht schlecht sein. Ich denke mal, wenn man jetzt irgendwie hier, keine Ahnung, Costa Rica nehmen würde oder sonst sowas, dann wäre man da sehr viel gehemmt. Ich sehe gerade, ich bin gerade etwas verwirrt, Entschuldigung, dass ich gerade so ein bisschen in Stottern gekommen bin. Das sind sogar Realnamen, ne? Also ich weiß doch hier Litbarski und sowas, Hassler oder Hessler, Ilkner und sowas. Als Kind habe ich natürlich Fußball verfolgt und sowas. Und ich meine, das wären so ein paar Namen, kommt mir da bekannt vor. Das sind doch hier die 90 die Weltmeisterschaft geholt haben, oder? Aber haut mich jetzt nicht. Dann gucken wir mal. Ja, Grafik sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ach du Scheiße, das läuft ganz schön schnell, muss ich sagen. Ging das Spiel überhaupt? Das ist unten irgendwie etwas abgeschnitten. Oh. Okay, kann man hier ruppen? Also, was ich schon mal nicht verkehrt finde, ist, dass das Spiel so ein bisschen schneller ist, muss ich sagen. Okay, es war ein Pass, glaube ich, eher. Ich weiß auch nicht, wie die Tastenbelegung. Ich hätte vielleicht vorher recherchieren sollen. Wir haben uns übrigens bei der Retro-Olympiade haben wir uns geschworen. Das kann, nee, Tor war nicht. Ich war gerade irritiert, weil da irgendwas mit Goal unten irgendwie eingeblendet war. Okay, kann ich irgendwie so einen Powerschuss machen oder ähnliches? Ich frage mich auch, warum das bei mir, ich kann natürlich sagen, ich spiele es logischerweise mit dem Emulator hier, warum das unten am Bildschirm so abgeschnitten ist. Das ist nicht nur bei euch da bei der Aufnahme so unten abgeschnitten, sondern ich spiele gegen Malta, glaube ich, ne? Wir müssen ja eigentlich ja nichts können. Theoretisch. Im Zweifel muss ich aber hier immer wahrscheinlich gewinnen, um weiterzukommen. Ich weiß, ich spiele wahrscheinlich schrecklich. Man müsste hier eigentlich wahrscheinlich passen. Aber was ich immer bei Nintendo World Cup, das ist so das einzige Fußballspiel, was ich wirklich sehr intensiv gespielt habe, als Kind auf dem NES natürlich, weiß, dass man so Torschüsse bei so einem Shooter-Spielen im Zweifel immer so schräg machen sollte. Irgendwie so. Nur halt, ich glaube, ich drücke immer auf den Passknopf. Ich muss mal gucken, ob es hier nicht auch ein quasi ein Schuss oder sowas wie ein Superschuss dabei. Ah, okay, das war der Pass. Okay, ich glaube, das war der Pass. So. Also, ich habe Ballbesitz, so auf jeden Fall. Jetzt habe ich direkt einen Torwart reingeschossen, glaube ich, ne? Also, klar, ich meine, Fußballregeln und sowas sind mir natürlich bekannt. Ich bin halt nur kein. Also, so EM, WM gucke ich vielleicht mal. Aber es ist nicht so, dass ich das jetzt. Ah, aber auch. Aber das sah sich gut aus. Ich habe gepasst und dann gut. Der Torschuss war halt jetzt nicht von Erfolg gekrönt. Aber ansonsten. Also wenn man das jetzt hier im Fernsehen gucken würde, würde man sagen: Joa, Deutschland hat aber viele Chancen gehabt, aber nichts genutzt. Und die Malteser, keine Ahnung, wahrscheinlich haben es gleich einen Torschuss und versenken es dann gleich. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Aber ansonsten, ich verstehe, warum der Remo sich das Spiel gewünscht hat. Das sieht sehr solide aus, muss ich sagen. Extra Time, okay, dann haben wir wahrscheinlich vielleicht gleich irgendwie Elfmeterschießen, weil ich mir zu doof bin, hier ein Tor zu machen und die Malteser sind zu schlecht, um ein Tor zu machen. Also es gab ja natürlich, es gibt
gab und gibt viele Fußballspiele, wobei die Fußballspiele-Landschaft hat sich ja mittlerweile relativ, ich sag mal, reduziert. Tor! Ich bin weitergekommen! Ja! Der Augenthaler, den kenne ich auch noch von damals. Ne, hier, meine Strategie, ja, zack, also, wenn ich jetzt die, das jetzt halte, dann komme ich zumindest eine Runde weiter. Das ist ja schon mindestens mal nicht so verkehrt. Ich wollte gerade sagen, wenn ich es halte, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein zweites Tor. Mal so ein bisschen, zack. Ja! Zweites Tor, ja! Das heißt, Tordifferenz wird jetzt schon mal etwas besser hier, würde ich sagen. Okay, so langsam kriege ich den Dreh raus, glaube ich. So, so, da, 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 da. Und bam! Ah. Also, was halt gut klappt, von der Seite irgendwie einen Torwart anschießen, der blockt's ab und dann noch am besten einen davor positioniert haben. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie quasi absichtlich machen kann. Strategie, ich kann Strategie einbauen, okay. Interessant. Wie gesagt, tut mir leid, wenn der Bildschirm bei euch abgeschnitten ist. Ah! Pfosten. Es kann auch sein, dass ich Dödel hier den Emulator falsch eingestellt habe. Und! Ah! Okay, da stand der Torwart auch direkt davor. Also, ist klar. So, komm. So. Ich wollte gerade sagen, das war ein Foul. Ah, genau, gelbe Karte, okay. Merken. Ist das nicht so wie Nintendo World Cup, wo man einfach alle umholzen kann? Wollen wir mal gucken. Kick bei Müller. Boah. Ich würde sagen, so ist aufs Tor und. Biu! Latte. Leider Latte, aber es war ein guter Versuch, würde ich sagen. Zack. Ah, Goalkick. Ach, Goalkick, das habe ich da vorhin verwechselt. So. Nee, komm. Also ich versuche jetzt hier mal. Ah, okay. Fulltime. 2-0. Das heißt, wir sind jetzt eine Runde weiter. Ja, Elite, das war ja auch so ein. Kenne ich noch von damals. Die haben auch, glaube ich, viel Amiga-Spiele gemacht. Ne? Für den PC bin ich mir jetzt gerade etwas unsicher. Aber die haben viele Amiga-Spiele gemacht und die dann irgendwie auf diese Konsolen portiert. Sehr schöne Sache. Wir spielen gegen Schweden, sehe ich gerade da unten. Alles klar. Okay, mal gucken, was die Schweden können. Ich schätze mal, wenn wir verlieren, sind wir da aus dem Turnier raus. Der Rasen ist irgendwie grüner. Hat das irgendeine Bedeutung auch auf das Ballhandling? Weil das wäre natürlich cool, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen. So. Okay. Den Abstoß habe ich jetzt komplett verkackt, würde ich sagen. Goalkick, so. Ah, den kann man so steuern. Machen wir mal hier so nach vorne. Ja, genau, so. Und hier der, ich weiß nicht, wer es ist, aber der macht jetzt aber hier mal sowas von. Oder auch nicht. So, mal gucken. Ah, und Konter. Oder auch nicht. So, und Konter. So, und? Okay, das war seitlich vorbei. Dann kommt. Komm. So, genau. Ja, ich habe Ecke. Ne? Das war sie auch immer bei Fußball. Da hauen sie es manchmal absichtlich dann weg, um die Sache zu entschärfen. So, genau. Goalie Kick und Konter. Immer klappt's. Ja! Ja! Ich muss sagen, das sage ich natürlich jetzt, weil ich gerade nicht komplett am Ablosen bin. Aber, wie gesagt, das Spiel, mir sagt das vorher gar nichts. Es hat ja auch so einen sehr, ich sag mal, nicht sagenden Namen. So, und jetzt, ich wollte passen. Ich glaube, ich habe den Schussknopf gedrückt. Zack! Boah! Posten. Oh, naja. Immerhin. Komm her, so. Ach, ich wollte gerade sagen, wollen wir spielen ab, aber es ist Halbzeit, okay. Okay, wir führen 1-0. Ich weiß natürlich nicht, wie gut die anderen sind. Kann ich natürlich überhaupt nicht sagen. So. Aber irgendwie mit den Tasten komme ich immer noch nicht so ganz zurecht irgendwie. Ich meine, dass das wären halt die Tasten, die ich hier, also da... Pass. Okay.
Also da kann ich zumindest hier welche umbolzen. Das ist immer ganz gut. Gut, ich habe als Kind natürlich auf dem Bolzplatz haben wir natürlich immer Fußball gespielt. Ne? Deswegen, die Regeln sind mir natürlich bewusst. Ich weiß sogar auch, was Abseits ist. Das ist ja auch nicht so schwer, wenn man das einmal verstanden hat. Aber ich bin echt so kein Fußballgucker. Und jetzt Konter. Und zack, und zack. Oh. Wieso stellen meine Leute, zu denen ich halt vor der Torlinie passen will? Okay, das war auch wirklich eine Notbremse. Das kann man nicht anders sagen. Wenn sie das durchgehen lassen, dann weiß ich auch nicht. Aber anscheinend ist der Computer jetzt auch nicht allzu klug. Und, okay. Gut, man kann denn so, okay. Kann man bestimmt auch irgendwie taktischer positionieren. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber mir gefällt auch die Grafik. Nein. Oh. Fulltime, hey! Wir haben es geschafft. Eine Runde weiter. Wunderbar. Aber ich habe schon gemerkt, Schweden ist ein besserer Gegner als Malta. Das hat man definitiv gemerkt. So, gegen Ecuador. Ja gut, Ecuador. Ist Ecuador eine große... Fußballnation? Ich glaube nicht, ne? Also da unten in Südamerika ist da eher so halt, Mexiko ist gut, Argentinien logischerweise, aber Ecuador weiß ich jetzt gar nicht. Und zack! Das wäre auch zu einfach gewesen, sagen wir mal ehrlich. Das wäre auch wirklich viel zu simpel gewesen. So. Und ich weiß, ich sollte abgeben. Ich bin halt schlecht bei solchen Sportspielen. Ich will das immer hier immer alles selber machen. Wie schnell war der denn gerade? Und verbaue mir da natürlich so Chancen. Problem ist, bei manchen Spielen klappt das ja gut. Zum Beispiel hier bei Blades of Steel. Das Eishockeyspiel. Ich passe jetzt einfach mal. Zack. Da hat man eben auch immer die Chance, dass man Fehlpässe produziert. Okay. Und Konter. Konter. Der Torwart ist ziemlich gut. Ich muss sich gestehen. Also die Ecuadorianer, die habe ich im Vorfeld, glaube ich, etwas unterschätzt. Sind doch besser, als ich dachte, aber ist ja klar, wenn die hier schon in der dritten Runde sind. So, und... Nein! Oh, so, und jetzt. Und von der Seite und BÄM! Und... No. Und BÄM! War aber knapp. Und BÄM! Die Torwarte sind viel zu gut. So. Vorbei. Also die meisten sind natürlich auf dem Super Nintendo hier mit Super Soccer. Das erschien ja auch relativ früh irgendwie, ich sag mal, sportspielmäßig sozialisiert worden. Und ich weiß gar nicht, ob es denn andere... Das wäre fast ein Elfmeter gewesen. Fußballspiele, wie gesagt, gibt es halt nicht so viele. Gucken. Achso, ich dachte, hätte jetzt einen direkten Schuss aufs Tor machen können. Aber irgendwie hat das nicht gemacht. Und viele... Scheiße. Gegen Ecuador. Ich habe so viele Chancen gehabt. Okay, warte. So... Und vorbei. Scheiße. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Ich kann es zwar unten nicht mehr genau so erkennen, aber ich glaube, so eine 80. Minute oder sowas sind wir schon. Fuck. Lass, komm her. Und. Scheiße. Und. Pfosten und dann ins Aus. Komm. So. Was hat er hier unten? Zeit? Das war scheiße. Oh, scheiße. Okay, aber
Hey, dritte Runde. Obwohl wir haben gleiche Anzahl von Schüssen aufs Tor. Aber hey, ich ging mit null Erwartung rein und wurde jetzt positiv überrascht. Mal gucken, wie weit die anderen gekommen sind. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Und guckt bei den anderen natürlich vorbei, ganz dringend. Macht's gut, tschüss.